Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Sporttalk von TA, OTZ und TLZ. Zu Gast haben wir heute Lukas Schellenberg vom FC Rot-Weiß Erfurt. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Wir wollen gemeinsam auf das Spiel am Samstag gegen Energie Cottbus zurückblicken. Ein erfolgreicher Wiederauftakt ins neue Fußballjahr. Wir wollen ein bisschen was erfahren über den Menschen, Lukas Schellenberg, der hinter dem Fußballer steckt. Und wir wollen natürlich auf das Auswärtsspiel am Freitag 18 Uhr bei Chemie Leipzig schauen. Es wird das nächste Spiel sein, das wir auf unseren Portalen per Livestream übertragen. Wie Sie wissen, für alle Plus-Abonnenten ist es kostenfrei. Alle anderen können sich für 5 Euro das Spiel einmalig buchen und somit live dabei sein, wenn es um die nächsten 3 Punkte geht. Lukas, der Start ist geglückt ins neue Fußballjahr nach dem Ausfall bei Viktoria mit einem Heimsieg gegen Cottbus. Wie fühlt er sich denn noch ein paar Tage später an? Ja, du sagst es. Es ist erfreuliche Nachrichten, dass wir so gut in die Saison gestartet sind. Haben wir sehr gut gemacht. Gute Performance des Teams, generell guter Zusammenhalt da auf dem Platz gezeigt. Und da muss ich sagen, also da kann ich auch für die Mannschaft reden, das fühlt sich natürlich sehr gut an, so in die Woche zu starten. Ne? Da, ja. War es ein bisschen überraschend auch für euch oder für Sie persönlich, dass es so gut geklappt hat? Weil es gab einige Ausfälle, es gab eine personelle Situation, die nicht ganz so einfach war. Mit Cottbus kam eine Mannschaft, die zu den Aufstiegsfavoriten zählt. Hat es ein bisschen euch selbst überrascht? Nicht in dem Punkt. Ich denke, wir haben auch zum größten Teil mit der Truppe, die da war, die auf dem Platz war, die ganze Vorbereitung bestritten. Also wusste jeder, was er zu tun hatte, und deswegen wundert mich auch die mannschaftliche Geschlossenheit da nicht, die wir auf dem Platz gezeigt haben. Und qualitativ muss man ja sagen, bei uns sind wir breit und gut aufgestellt, von daher ist da kein Problem vorhanden, würde ich mal sagen. Und deswegen war es auch nicht ganz so überraschend. Wir haben es natürlich sehr gut gemacht und haben Cottbus vor viele Probleme gestellt, und ja, ist uns dann auch gelungen, mit einem ordentlichen Ergebnis das nach Hause zu bringen. Dann kommt ein 2-0 zustande, wenn das funktioniert. Ja. Cottbus ist ja für Sie persönlich auch ein besonderer Gegner. Wenn wir mal auf die letzte Saison achten oder schauen, da sind Sie ins Tor gekommen für den bis dahin unumstrittenen Franco Flückinger als Nummer 1 hier in Erfurt. War Cottbus das erste Spiel? Jetzt wieder Cottbus als erstes Spiel nach einer Pause, die Sie bekommen hatten nach dem Lok Leipzig-Spiel in der Hinrunde. Lieblingsgegner? Nee, aber der Zufall will es anscheinend so, dass ich jetzt schon das dritte Mal im rot-weißen Trikot gegen Cottbus spiele. Und nach dem 1-1 im Hinspiel und dem 1-1 vom letzten Jahr, da hatten wir natürlich auch noch eine kleine Rechnung offen, auch ich persönlich dann in dem Fall. Weil das Gegentor in der Hinrunde ja auch ein paar Diskussionen ausgelöst hatte. Genau, ja. Aber zu null ist ja dann, glaube ich, die richtige Antwort auf das Hinspiel. Wie waren denn die Wochen, oder wie schwer waren denn die Wochen, als Sie aus dem Tor wieder raus mussten, als Sie eine Pause bekommen hatten von den Trainern, als die auf Jean-Marie Platt gesetzt hatten? Was heißt schwer? Natürlich ist man da erstmal verärgert. Aber ich denke mal, wichtig war es, dass ich das direkt angenommen habe und dann von Tag 1 wieder Vollgas im Training gegeben habe und ja, mich da mit Leistung durchs Training wieder präsentiert hat. Und ja, umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder ran darf. Hatten Sie Verständnis damals oder war es schwer nachzuvollziehen, diese Entscheidung? Weil Torhüterwechsel ist ja immer was Besonderes gegenüber Feldspielerwechseln, wo man das ja viel öfter tut als Trainer. Ja, also klar, ich hatte ein, zwei Fehler in den 12 Spielen, glaube ich, die ich bestritten hatte. Aber trotzdem hatten wir mit 11 Gegentoren natürlich einen super Schnitt. Und ich denke, ja, da ist jeder junge Bursche, sage ich mal, am Anfang ein bisschen Unverständnis. Jetzt im Nachhinein, klar, kann man das auf der einen Seite verstehen vom Trainer aus, auch wie das dann so generell da alles sich entwickelt hat. Ja, und ich habe dann probiert, halt meine Wut in Leistung umzuwandeln, und
hat ganz gut geklappt und ich hoffe, dass ich das jetzt auch die nächsten Spiele und ja, die nächste Zeit zeigen kann. Sowohl Fabian Gerber als auch Patrick Ecker hatten damals auch gesagt, dass ihnen die Kritik in den sozialen Medien ganz schön zugesetzt hätte, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben und sie das vielleicht auch ein bisschen, ein Stück weit, ja, nicht die genötige Lockerheit mehr hatten da für ihr Spiel, weil sie viel daran gedacht haben. Was haben Sie denn für Erfahrungen aus dieser Zeit mitgenommen? Lassen Sie vielleicht jetzt mal das Handy eine Zeit lang aus? Ich muss sagen, ich bin eh auf den sozialen Netzwerken recht wenig unterwegs. Ja, aber wie es heutzutage ist, am Ende des Tages wird es von irgendwelchen Seiten immer an jemanden herangetragen, weil immer irgendjemand bei Facebook oder bei Instagram ist. Aber mich hat das ja nicht ganz so mitgenommen, wie es vielleicht die Trainer gesehen haben, aber die sehen das natürlich auch von außen ein bisschen anders, mhm, wie man selber. Und ja, was ich daraus mitnehme, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen, aber ich weiß, wenn nochmal so eine Situation kommt, ja, dass ich dann mit Bravour sagen kann, ich kann Gas geben und ja, kann mich wieder zurückkämpfen ins Sportliche. Wie würden Sie das Duell mit Jean-Marie Platt bezeichnen, was Sie haben? Beides junge Torhüter noch, die sicher noch Luft nach oben haben, aber auch schon ihr Talent nachgewiesen haben. Wie ist das Verhältnis? Ja, also zwischen uns ist überhaupt ja, kein schlechtes Verhältnis. Also ich würde eher sagen, gut. Also ich hatte, glaube ich, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, wo ich hierher gekommen bin, auch schon mal ein Interview gegeben und habe gesagt, es gab eigentlich nie, auch mit Franco. Also mit Franco war auch immer ein gutes Verhältnis. Ich denke, dass es ja, dass es auch wichtig ist in der Torwarttruppe, dass es da stimmt. Und ja, ich habe auch nie ja, schlecht jetzt über Platte, wo er gespielt hat, gedacht und so. Ich wollte einfach, dass die Mannschaft gewinnt. Und sowas bei Franco, sowas bei Platte. Und ich denke, wenn man fair mit der ganzen Sache umgeht, dann, ja, sag ich mal, hat man immer gutes Karma. Was haben Sie in der Wintervorbereitung besser gemacht als er? Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Hat man kein Gefühl für irgendeine Situation oder ist es wirklich so ein harter Kampf gewesen, den dann die Trainer knapp entschieden haben? Da müssen Sie einen Trainer fragen, da will ich jetzt und kann ich auch nicht Auskunft zu geben. Das 2:0 hatten wir schon angesprochen gegen Cottbus. Wie gut tut das nochmal extra für einen Torwart? Ja, also ich bin super glücklich darüber natürlich. Unsere Jungs vor mir haben einen riesen Job gemacht. Denen gehört natürlich auch der Dank. Und ja, ich würde sagen, dass ich die gute Statistik damit fortsetze. Jetzt, glaube ich, 13 Spiele mit 11 Gegentoren. Wie gesagt, das ist ein richtig guter Wert und da bin ich auch echt stolz drauf. Wollten Sie eigentlich schon immer Torwart werden? Ich denke, ja. Ich denke, mein Vater hat mich damals ins Tor gestellt. Also wie alt waren Sie da? Fünf. Bei Niederzimmern und seitdem stehe ich da hinten drin. Also nie mal Lust gehabt, mal draußen ein Tor zu schießen selbst oder eine Grätsche anzusetzen als Verteidiger? Nee. Über die Jahre in der Jugend ist das mal ein bisschen koaliert, würde ich sagen, aber ansonsten, ja. Was reizt dir an der Position? Man hat das ganze Spielfeld vor sich und entweder du bist der Held oder der Buhmann, das ist halt das Schöne. Gibt es auch keine andere Position wahrscheinlich so extrem. Also hoffentlich in den meisten Fällen der Held und ja, uns ist schön. Also klar, die Stürmer wollen immer ein Tor machen und wir wollen es immer verteidigen. Das ist so ein bisschen das Gleiche, nur auf eine andere Weise und ja, so kann man das ungefähr vergleichen. Die Anfänge Niederzimmern, dann ging es zu Rot-Weiß. Welche Erinnerungen haben Sie an die Nachwuchszeit bei Rot-Weiß? Oh, immer eine schöne Zeit. Also ich habe auch noch viele Freunde von dort. Super Trainer, super Menschen und. Ja, war das damals beispielsweise? Die Trainer? Trainer oder mit denen Sie zusammengespielt haben im Nachwuchs? Ja, die jetzt noch aktiv sind, ist Philipp König zum Beispiel, Ilja Krujev, Marvin Rittmüller, Tobi Graulich. Und genau. Haben ja einige schon einige haben eine schöne Karriere gemacht. Genau, die machen eine schöne Karriere. Da freue ich mich natürlich auch.
Ja, also da muss ich sagen, das war eine schöne Zeit und die haben uns auch früh aufs Leben vorbereitet. Ja, viel Zeit mit den Jungs zusammen. Es war, ja, eine schöne Sache damals. Aber mit 15 ging es schon nach Kaiserslautern. Warum dieser frühe Wechsel? Naja, damals war es so, ich habe es in der U15 Zeit beim RWE, da hatten wir in der Talenteauswahl hieß das, oder Talentliga damals gespielt und da haben wir uns gut präsentiert und dann hatte ich ein, zwei Lehrgänge bei der U-Nationalmannschaft damals und dann kam halt Kaiserslautern und ja, wie wir wissen, die Torwartausbildung dort ist bekannt und da hat mich halt Gerry Ehrmann und Sven Höhe zum FCK gelotst. Und wie war es dort auf dem Betzenberg, dem legendären? Ja, also das war ein Erlebnis. Drei Ich habe Jahre waren Sie drei insgesamt dort, gell? Jahre, genau, und schöne, sehr schöne Zeit in meinem Leben, auch viele Freunde dort gefunden, ja, viele Erfahrungen gemacht, auch dann die ersten Erfahrungen im Bereich, ja, Reifen auf dem Platz auch, viel gelernt, fußballerisch. Ja, wenn man so zwei gute Torwarttrainer damals hat, dann ja, nimmt man viel mit von den Herren. Und ja. Und Gerry Ehrmann, ist der so ein Typ, wie man ihn so allgemein Als kennt? ein super Typ, ja. Netter Kerl, netter Mann. Und ja, auf dem Platz will er natürlich immer Feuer sehen. Und das, ja, hat mich auch ein bisschen geprägt dann in den nächsten Jahren. Nach 3 Jahren ging es nach Ingolstadt, wegen der besseren Perspektive. Genau, also ich hatte damals in Kaiserslautern den Lennart Krill vor mir und ja, dann haben wir das auch offen kommuniziert, also der Verein, dass mit mir erstmal nicht geplant wird. Und dann habe ich mich umgeschaut und sind in Ingolstadt fündig geworden. Und was dann auch am Ende, zumindest der Anfang, erstmal eine große Liebe war, weil wir sind dann in der U19 ja, sehr weit gekommen, dritter Platz damals in der Einjährigen Bundesliga. Und dann ging es auch weiter mit den Profis sozusagen. Die ersten Schritte bei den Profis. Genau. Da hatten Sie auch Fabian Gerber kennengelernt, oder? Da habe ich auch unseren jetzigen Chef kennengelernt. Genau. Ah, und daher auch die Verbindung geblieben seit dieser Zeit. Hat das was mit dem Wechsel dann wieder zurück hier zum FC Rot-Weiß zu tun gehabt? Ja, genau. Also damals war dann auch wieder der Scheideweg in Ingolstadt gekommen, wie es im Fußball so ist. Und dann hat Fabian mich angerufen. Damals schon, ich glaube, das war im Sommer und das hatte dann nicht funktioniert. Aufgrund ein, zwei Dinge, die dazwischen standen. Und dann haben wir es im Sommer hin, ja, nee, im Winter Winter. hinbekommen, dass ich dann quasi Fabian wieder hierher folge zu meinem Heimatverein. Also kann man schon sagen, dass er jemand ist, der sie auch geprägt, entwickelt hat in den letzten Jahren. Ja, genau, also er war da mit dem Trainerteam und wir hatten viele Individualtraining, daher hat er mich gekannt, weil es gab so eine Talentegruppe, die dann immer mit ihm trainiert hat. Ja, und da gab es auch Sachen, gerade technisch so, in der er uns gefördert hat, Hausaufgaben gegeben hat, etc. Ja. Nochmal auf die letzte Saison zu sprechen zu kommen, Cottbus-Spiel. Waren Sie damals eigentlich überrascht, als Sie plötzlich die Nummer 1 waren, nachdem Flückiger eigentlich gesetzt war? Ja, also so ganz vorbereitet kam es nicht. Also ich war schon ein bisschen überrascht. Ja, und dann habe ich das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Weil es ja doch ungewöhnlich ist, und in der entscheidenden Phase dann auch nochmal auf einen anderen Torhüter zu setzen, aber es zeugt ja offenbar von dem Vertrauen, was Fabian in sie Ja, hat. also ich habe das ganze Jahr Gas gegeben und ist sehr schön, dass ich dann das Vertrauen bekommen habe und belohnt wurde. Ja. So kann man das zusammenfassen. Sind Torhüter spezielle Typen? Ja, oft gestellte Frage. Ja, kommt auf den Typ an, ne? Es ist von Typ zu Typ unterschiedlich, aber ich denke, ja, das kann man dem ja Was beantworten. ist das Spezielle an Lukas Schellenberg? Das ist eine gute Frage. Ja, das fragen Sie am besten meinen Mitspieler, der jetzt nächstes kommt. Da ist doch. Okay. Das ist doch, Ich werde dran denken. ja, das ist doch gut. Was zeichnet einen guten Torhüter aus Ihrer Sicht aus?
Ja, wenn das Gesamtpaket stimmt, denke ich. Also gerade Ausstrahlung etc. Auch da muss ich noch eventuell oder muss ich noch ein bisschen zulegen generell. Aber ja, das komplette Paket, wie sicher man auftritt und so. Aber ich muss sagen, da habe ich auch wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Das kommt natürlich mit den Spielen, mit der Zeit. Und ja, das würde ich sagen. Das Komplettpaket muss halt immer passen. Also sowohl die Arbeit auf der Linie als auch die Strafraumbeherrschung, Genau, ja. als auch die Ausstrahlung mitspielen. Genau, ja. Also es gibt keinen Torhütertyp, den Sie bevorzugen, wo Sie sagen, auf der Linie ist erstmal das Entscheidende. Es soll schon ein rundes Paket sein aus Ihrer Sicht für den Genau, aber am Besten. Ende des Tages muss ein Torwart Bälle halten und genau, das ist der Job. Und je öfter, desto besser. Genau. Und was macht Lukas Schellenberg, wenn er nicht trainiert oder Fußball spielt? Am liebsten? Ich zocke ab und zu mit den genannten Personen, die ich noch von früher hier kenne. Und dann gehe ich viel ins Fitnessstudio und golfe auch gerne, wenn es die Zeit herlässt. Oh, Ja. gibt ja einige Fußballer, die golfen. Das ist Wie ist richtig, das ja. Talent dort? Oh, ich muss sagen, ja, ich werde oft gelobt. Ja? Ja. Na dann. Immerhin. Am Freitag wartet jetzt die nächste Aufgabe auf dem Fußballplatz bei Chemie, 18 Uhr. Was erwartet die Mannschaft dort für ein Spiel? Ja, ein schwieriges Spiel. Das ist das erste Spiel von Chemie nach der Winterpause. Also wissen wir nicht so, wie sie auftreten, da wir sie jetzt noch nicht sehen konnten. Und ich denke, es wird ein kampfbetontes Spiel, wie auch gegen Cottbus. Wir müssen viel arbeiten, viel als Mannschaft. Der Fußball wird wahrscheinlich erstmal hinten dran stehen, weil ich denke, wir wissen, dass der Platz dort nicht allzu gut ist. Und trotzdem wollen wir das Beste draus machen und am besten ein Tor mehr schießen als der Gegner. Dann gewinnt man meistens. Dann gewinnt man meistens. Was kann aus dem Cottbus-Spiel übernommen werden? Und was gilt es vielleicht auch sogar schon noch besser zu machen? Ich denke, die Geschlossenheit, gerade defensiv, dass wir auch mal leiden können, dass wir viele Wege für die Mitspieler machen, jeder für jeden. Und ja, wenn wir jetzt noch ein Tor mehr machen, dann unsere Chancen vielleicht ab und zu besser ausspielen. Ansonsten kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Es wird ja auch eine besondere Atmosphäre herrschen. Alfred Genau. Kunze Sportpark, ziemlich eng, ziemlich leidenschaftliches Publikum, Flutlicht. Sind Sie ein Typ, der dieses Drumherum gut ausblenden kann? Ich denke ja, also auch jetzt im Spiel gegen Cottbus oder gerade die großen Spiele letztes Jahr, ich denke, das hat mich nicht großartig tangiert und deswegen würde ich sagen, da lasse ich nicht so viel an mich ran. Gibt es eine besondere Taktik, wie sie da lernen, cool zu bleiben? Nee, ich denke, wenn man im Spiel ist und sich komplett aufs Spiel fokussiert, ja, da man eh meistens viel zu tun hat, wenn man nicht gerade am Ball ist, coachen etc., dann ja, ist da nicht viel Zeit, nach links und nach rechts zu gucken, sondern muss sich ja aufs Spiel konzentrieren. Was ist diese Saison noch möglich? Nach dem Aus im Pokal, nach der Durststrecke in der Hinrunde? Was ist noch drin mit Rot-Weiß? Ja, ich denke, dass wir die Saison ja noch positiv abschließen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Plätze klettern, dass wir unsere Spiele gewinnen und ja, dass wir vor allen Dingen das Derby holen. Ansonsten, ich denke, mit oben werden wir nichts mehr zu tun haben, aber dass wir uns ordentlich präsentieren und wie gesagt, das wird dann unser Finale sein. Jetzt im März ist das, glaube ich. Genau. Ja, um halt auch einfach den Fans jetzt nochmal Tribut zu zollen und für die auch was zu holen. Derby-Sieg ist ja auch was Ja, Besonderes, wenn wäre man das. schön, wenn der an der Vita stehen würde. Ja. Was sind zum Abschluss die Frage, die persönlichen Ziele von Lukas Schellenberg noch? Außer den mit dem FC Rot-Weiß, außer dem Derby-Sieg, was sind die persönlichen Ambitionen, die Sie noch haben? Sind ja noch jung. Ja, ich bin noch jung. Ja, ich denke mir jetzt erstmal, wie gesagt, eine gute Saison fertig spielen. Und dann auch, ja, ich hoffe mit Erfurt den nächsten Schritt irgendwann zu gehen. Ja, ansonsten privat kann ich mich nicht beklagen.
Und ja, deswegen lasse ich es auf mich zukommen. Wunderbar, vielen Dank. Wenn man sich nicht beklagen kann, ist es ja schon mal ein positives Zeichen. Zum Abschluss haben wir aber unsere noch Entweder-Oder-Fragen, die ziemlich beliebt sind, gerne auch mit einer kurzen Erklärung. Geht los mit Erfurt oder Weimar? Erfurt. Stadtmensch oder Dorfkind? Stadtmensch. Mittlerweile? Mittlerweile Stadtmensch. Okay. Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Kaffee oder Tee? Tee. Bier oder Wein? Schwierig, schwierig. Die Zeit in Bayern hat mich natürlich geprägt, aber ja, schon eher Wein. Okay. Kochen oder essen gehen? Essen gehen. Süß oder herzhaft? Hat beides seins herzhaft. Neuer oder Ter Stegen? Neuer. Gibt es einen besseren? Ja, kommt auf jedes Jahr an, ne? Okay. Aber so auf der gesamten Zeit gesehen, würde ich jetzt nein sagen. Okay. Fußparade oder Flugeinlage? Flugeinlage. Macht mehr Spaß. Macht mehr Spaß. Okay. Fangen oder Fausten? Fangen. Okay. Laut oder leise? Laut natürlich. Ja. Bayern oder Bayer? Ja, nichts von beiden. Wer wird Meister von beiden? Ach so, ja. Es werden die Bayern machen am Ende. Das ist, so ist es gesetzt leider. Die Bayern sind die Bayern. Okay, na wir schauen mal. Couch oder Club? Couch. Okay. Buch oder Fernseher? Buch, mittlerweile. Und wenn mal Fernseher, Serie oder Film? Film. Fernreise oder Heimaturlaub? Fernreise. Wo geht's am liebsten hin? Spanien. Okay. Ins Warme also? Ins Warme, ja. Kann ich mir die nächste Frage fast selbst beantworten? Schnee oder Strand? Auch beides aber schön. Ja. Also kommt immer auf die Jahreszeit an. Im Sommer, ja. Im Sommer Strand, im Winter Schnee, okay. Natürlich, ja. Andersrum ist schwierig. Ja. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Telefonieren oder texten? Telefonieren. Ist persönlicher. Apropos persönlich, Single oder vergeben? Single. Ah, wichtig für die weiblichen Fans. Jetzt könnt ihr dir die Nummer einblenden. Soweit sind wir noch nicht. Trotzdem vielen Dank für, ja, für die offenen Worte, für das angenehme Gespräch. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Freitag 18 Uhr, FC Rot-Weiß mit Lukas Schellenberg bei Chemie Leipzig, live auf unseren Portalen. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.